So, jetzt soll es darum gehen, eine Zimmerecke zu zeichnen. Jetzt zeichnen wir auch wieder mal mit einem konkreten Horizont. So, das heißt, ich platziere jetzt mal meinen Horizont oder versuche das zumindest den exakt in der Mitte des Blattes zu platzieren. Das wäre jetzt bei mir hier, weiß nicht, ob das auf der Kamera auch so zu sehen ist, ungefähr hier. Ich versuche das mal so nachzumessen. Interessant ist, das habe ich euch, glaube ich, noch nicht erzählt, die optische Mitte ist immer höher als die tatsächliche Mitte. Wenn ihr, oder ich habe das eben auch gedacht, hier wäre jetzt die Mitte, aber wenn ich jetzt genau nachmesse, ist hier die Distanz größer als hier zum oberen Rand bei mir. Und also hier wäre jetzt die tatsächliche Mitte. Ne, so, wenn ich jetzt hier einen Horizont einzeichne, möglichst klar, ich kann das ja mal hier so kontrollieren durch die Länge des Bleistifts. Ja, da passt aber sehr gut. So, das ist jetzt hier mein Horizont. Und mit dieser optischen Mitte, da wird auch gearbeitet richtig im grafischen Bereich. Und zwar, auch wenn man zum Beispiel Bilder aufhängt, dann macht man das und platziert die in so ein Passepartout, da macht man das so, dass unten der Passepartout möglichst einen etwas größeren Rand hat als oben. Sonst sieht das für den Betrachter meistens so aus, als wäre der Passepartout unten zu schmal, weil man denkt immer, die Mitte weiter oben, als sie tatsächlich eben ist. Wir machen es jetzt wieder so, dass wir die Fluchtpunkte denken. Aber wir wissen ja, dass das hier der Horizont ist. Ich schreibe mal auch hier mitten rein einfach ein H. Das passt dann schon. So, die Ecke des Zimmers setzen wir jetzt auch mal einfach hier so relativ mittig rein. Ob das wirklich die Mitte ist oder nicht, ist uns egal. Als Senkrechte. Normalerweise, habe ich ja gesagt, fängt man immer bei der vordersten Kante an zu zeichnen. Nun haben wir hier aber die hinterste, aber das wird wichtig sein später. Werdet ihr gleich sehen. Und zwar brauche ich ja jetzt erstmal übergeordnete Winkel. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass man möglichst vom Groben zum Feinen zeichnet. Und das Grobste, was ich hier haben kann, eigentlich, wenn ich eine Zimmerecke von einem Raum zeichne, ist der Raum selbst. Das ist das Größte. Und deshalb lege ich jetzt hier fest, wo der Boden des Raums ist, also wo diese Kante, ist ja eigentlich eine Zimmerkante, wo hier die untere Ecke wohl dann platziert werden kann. Ich würde mal sagen, ungefähr hier. So. Und jetzt die Decke machen wir jetzt mal, platzieren wir mal ganz platt einfach in die gleiche Höhe. So. Und zwar hier. So. Ne, das ist jetzt die hintere Wandkante. Und jetzt zeichne ich gleich die fluchtenden Wandkante. Die kann man natürlich so messen, wenn ich jetzt im Raum mit dem Bleistift so messe. Ihr könnt das bei euren Wänden ja mal so gucken. Dann bekomme ich dann solche Winkel und die lege ich dann einfach hier mal so an. Jetzt mache ich das aus der Fantasie. So, der eine Winkel ist jetzt mal so. Wie gesagt, nicht ganz so steil. Zu steile Winkel sehen immer ein bisschen seltsam aus. Und in die andere Richtung, machen wir mal, sagen wir mal, das ist ungefähr genauso. Wie das jetzt genau ist, es kommt darauf an, wo ich mich als Zeichner oder als Betrachter platziere. So. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ja genau hier, schaue ja direkt hier auf den Horizont, das ist ja mittig, dann muss eigentlich zur Decke der Abstand der gleiche sein. Das heißt, ich muss genau diesen Winkel auch nach hier zeichnen. Und wenn ihr ein bisschen Gefühl dafür entwickelt habt, das kommt irgendwann von ganz alleine, dann fällt euch das auch gar nicht schwer, ziemlich den gleichen Winkel hier oben auch noch mal zu platzieren und hier unten den auch. So. So. Also jetzt habe ich die eine Wand und die andere Wand im Prinzip gezeichnet. Hier ist dann die Wand, wo die Tür hinkommt, sage ich mal. Da bezeichne ich dann hier eine die Tür hin, die setze ich jetzt einfach mal hier so hin. Einfach mal die senkrechten
Es ist natürlich hier auch so, die Senkrechten sind alle senkrecht in meiner Zwei-Fluchtpunkt-Perspektive. So, die Tür wird so breit. Sehe ich ja auch von der Seite, aber ich weiß noch nicht, wie hoch die wird. Dazu brauchen wir nämlich jetzt unsere Fluchten und Fluchtpunkte. So, wie komme ich jetzt dazu? Und zwar seht ihr ja, dass in dem Fall jetzt hier eine Linie nach da läuft und von hier oben kommt eine Linie in die gleiche Richtung. Und ihr seht ungefähr, dass die sich hier wohl, ne, also wenn ich das jetzt wirklich mal als Flucht verlängere, bin ich jetzt mal ganz frei, so, das relativ genau mache und hier auch, das muss ja der gleiche Winkel sein. So, dann treffen die sich, weiß nicht, das sieht man jetzt leider nicht mehr, aber hier so, hier ungefähr noch so 10 cm weiter vom außen am Blatt treffen die sich. Und da ist ein Fluchtpunkt und in die andere Richtung funktioniert das ganz genauso. Das ist ziemlich, wenn man es zum ersten Mal macht, ein bisschen kompliziert zu denken. Aber ihr werdet sehen, einfach nur nach Schema F zeichnen, einfach nur nach den Fluchtpunkten richten und ihr werdet ans Ziel kommen. Meistens ist das so, dass wir im Raum in der Mitte schauen, also wie das mit dem Horizontlinie ist, wenn ihr nämlich einfach auf dem Stuhl sitzt. Das ist ungefähr, der Raum ist ja meistens so 2,50 Meter, 2,30 Meter hoch. Und wenn ihr so sitzt hier, dann seid ihr so 1,10 Meter bis 20, 1,20 Meter ist eure Augenhöhe. Ne, das ist ungefähr hier. Ne, das passt dann so ganz gut. Dann wäre ungefähr, lange Rede, kurzer Sinn, dann wäre ungefähr hier auch die Türklinke, machen wir mal die Türklinke mal hier hin, so, und ne, so in diesem Bereich, so ein bisschen unterhalb der Augenlinie, unterhalb des Horizonts, 10 cm, 20 cm drunter, machen wir es jetzt einfach mal so. So, okay, ich brauche jetzt, um die Tür abzuschließen, wenn ich jetzt also sage, die wäre ungefähr 2 Meter, also Tür ist eigentlich fast immer ganz genau 2 Meter groß und hier oben kommen dann noch so 30 bis 50 Zentimeter, das schätzen wir mal ab, das wäre ungefähr dieser Abstand. So, und jetzt brauche ich nämlich nicht diese Fluchten, sondern ich brauche diese beiden Fluchten. Und genau wie bei meinen anderen perspektivischen Zeichnungen, wenn die hier auf einen Fluchtpunkt zulaufen, dann kann von diesem Fluchtpunkt auch nur die Flucht für meine Tür kommen. Sag ich mal, hier durchschneidet die Flucht hier die Kontur der Tür. Das sieht dann so aus. So. 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 Seht ihr? Ne, jetzt habe ich den einen Eckpunkt der Tür hier und den anderen hier. Gut. Ja, also jetzt kann ich auch, jetzt habe ich schon ein konkretes Objekt hier. Und vielleicht seht ihr auch, dass ich die Klinke schon so ein bisschen angeschnitten habe, hier so verwinkelt, denn die läuft auch so ein bisschen hier in dem, ein bisschen steiler nach oben hier mit dem Horizont mit. Auf der anderen Seite machen wir jetzt mal auch was hin, damit wir da auch ein Gefühl für kriegen. Und zwar ein Schränkchen, ganz einfach ein Schränkchen. Und zwar setze ich mal hier jetzt die vordere untere Kante des Schrankes hin. Das läuft jetzt hier so, fast parallel zu dieser Flucht. So, und sagen wir, hier ist die Ecke des Schranks. Und hier läuft das jetzt so nach oben. Tja, wie hoch ist unser Schrank? Tja, vielleicht nicht ganz bis unter die Decke, aber ein bisschen höher als die Tür darf er sein. Also vielleicht, sage ich mal, dass der so bis hier so 10 cm oberhalb aufhört, damit nach oben so ein bisschen Luft ist. Und dann sehe ich, dass hier die Flucht ungefähr fast parallel läuft hier mit meiner Wandkante. Nur ein bisschen
flacher läuft. Es ist ja jetzt so, dass nicht nach oben immer flacher wird, sondern dass es zum Horizont her hin immer flacher wird. Das werdet ihr auch gleich sehen. So, na hier läuft sie mit auf einen, auf diesen einen Fluchtpunkt zu. Ne? Ich mache nochmal hier einen Pfeil hin. Ich mache den Pfeil mal hier hin. So, hier hin den einen Pfeil und hier hin den anderen Pfeil. Einfach nur, damit man nochmal diese Entsprechung hat. Na, das sind meine Fluchten, auf die es jetzt ankommt. Und hier verlaufen die in diese Richtung. So. Okay, mein Schrank soll auch nicht ganz so konturlos da stehen, sondern bekommt jetzt auch ein bisschen dickere Linien. Hier unten die Kante auch. Mhm. Tja, dann hat der Schrank hier unten wahrscheinlich so Schubladen. Kommt hier unten erstmal so Schubladen hin. Die gehen ungefähr bis hier. So, Schema F. So, ganz einfach. Setze ich hier auch wieder eine fluchtende Linie rein. Muss ich genau hier abgleichen mit meiner Flucht hier. Dass das nicht zu steil und nicht zu flach wird. So. Ganz so genau muss ich vielleicht auch nicht machen, weil es ist ja eine Freihandzeichnung. Der Betrachter glaubt mir alles, was im Rahmen des meiner möglichen Motorik hier zu machen ist. So, und vielleicht sind das mehrere Schubladen nebeneinander. Diese eine Schublade ist jedenfalls so breit. Dann mache ich meinen Trick wieder hier mit diesem Kreuz von Ecke zu Ecke und setze hier einen Griff für die große Schublade an von dem Schrank. So eine ganz große Schublade, kann man so Kram reinwerfen. So, hier oben drüber, sagen wir mal, ist hier diese so ein richtig schöner geometrisch aufgebauter Schrank, wie es das schon in den 70er Jahren gab, bei meinen Großeltern. Da, sagen wir mal, hier ist jetzt oberhalb so eine große Klappe, so eine Tür, die man öffnen kann. Und hier, ne, möchte ich jetzt auch, wenn das sind dann so zwei Türen, da brauche ich jetzt auch wieder die Mitte. So. Hätte ich natürlich jetzt insgesamt auch machen können. So, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht und mache das jetzt. So. Ja, ich sehe, dass ich relativ genau gezeichnet habe, denn hier auf dem Horizont trifft das X sich jetzt auch hier, die beiden Linien. Und dann brauche ich auch wieder nur eine Senkrechte einsetzen. Ja, genau hier. So, und dann habe ich die optische Mitte. Und dann setze ich hier, kann ich jetzt auch hier solche Griffe, knubbeligen Griffe einfach hinsetzen, links und rechts, dass ich das auch auf und zuklappen kann. Das ist jetzt mein Schrank, der steht vor dieser Wandkante. Und was macht der Illustrator, damit man solche Wandkanten auch als solche wahrnimmt? Der Comiczeichner, Illustrator, der macht nämlich hier Sockelleisten. Also so eine Doppelkontur setzt er hier hin und sagt, hier ist so ein Sockelleiste. So, hier kommt noch was hin, lasse ich mal frei, damit ich sehe, hier unten ist was Verbindliches. So, hier oben kann man auch mit solchen Tricks arbeiten, dann an der Decke. Aber da kann man vielleicht eher mit Licht und Schatten oder so arbeiten. Ganz gut ist auch übrigens immer, wenn man hier zum Beispiel, also hier oben wäre ja dann vielleicht ein Lichtschalter, wenn man reinkommt, mache ich den jetzt mal über den Pfeil drüber. Wenn hier so ein Lichtschalter ist, ne, muss ich auch dran denken, dass ich wie mit der Tür, das ist ja parallel zur Tür angeordnet, dass ich auch hier so ein bisschen schon mit den Fluchten mitgehe. Ne, hier könnte hier so ein Doppellichtschalter sein und hier unten vielleicht eine Steckdose. Ne, so, das sieht auch dann natürlich aus. Und vielleicht ist ja hier unten auch noch eine Steckdose. Oder zwei Steckdosen für so eine Stehlampe oder sowas. Ne, das mache ich jetzt mal so nach Gefühl. So, dann sieht das auch wie eine Wand aus, wo dann auch was drauf zu sehen ist. Ja, dann kann ich hier vielleicht auch noch so ein Schränkchen hinstellen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Einfach hier eine Senkrechte hinknallen. Dann hier unten eine Linie, die parallel hierzu geht. So, dann hier oben eine, die fast parallel zum Horizont schon geht, ne, ein bisschen angewinkelt, dann hier
brauche ich jetzt die Fläche hier oben drauf. Also brauche ich jetzt wieder diesen Winkel. Konstruiere ich jetzt hier das, was bis zur Wand geht. Wie weit geht es denn bis zur Wand? Zur Wand geht es, jetzt mache ich das mal durchsichtig. Wenn ich jetzt die Fluchten aufgreife, mache ich das durchsichtig, so. Dann komme ich hier raus und gehe hier hoch und dann sehe ich, aha, das darf nur bis hier gehen. So, dann hier mache ich das Ganze oben zu und habe jetzt hier oben die Fläche, wo ich zum Beispiel eine Blumenvase draufstellen kann. So, na hier, ja, hier ist, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Denn hier oben, wo die Blumenvase steht, kann natürlich, also kann ich natürlich nicht in die Öffnung schauen, weil hier der Horizont ist. Also muss das gerade verlaufen oder sogar schon so ein bisschen nicht konkav, sondern konvex. So, also Blumen. So, haben wir jetzt hier meine Blumenvase. Zylindrische Objekte haben wir noch nicht, kommen noch. Dann hänge ich hier mal ein Bild auf, das auch nicht unbedingt so hoch hängt wie die Tür. So, ihr seht, dass das immer alles jetzt nur noch ein einziger Aufwasch ist. Ja, hier der Rahmen vom Bild. So, nach hier außen dann so hin. Ja, was weiß ich, ist ein Haus auf dem Bild zu sehen. Bäume, Wolken, Weg, ne, egal was das ist. Ne, das ist auch ein bisschen was. Dann gucken wir mal hier weiter, was da noch so auf der Seite oder hier sein könnte. Vielleicht ist auch hier so ein Kleiderhaken, der ungefähr auf Höhe der Tür ist. Nutzen wir doch das gleich mal aus. Sind hier so ein paar Haken angebracht, wo dann hier so ein paar Kleidungsstücke. Da machen wir dann auch später noch mal so ein bisschen Faltenwürfe zeichnen. Das ist dann vielleicht auch noch mal ganz wichtig, gerade wenn man solche Sachen dann einfach mal so skizzieren muss. Hat jetzt zwar nicht so viel mit Perspektive zu tun, aber trotzdem genug noch. So, dann mit das hier, dann ist hier, können wir noch ein, das hat man dann alles hier, noch irgendwas, so ein Schirmständer oder sowas hinstellen. So, hier kann ich dann oben reinschauen, liegt ja unter dem Horizont. So, wo dann hier meine Schirme drinstehen, Regenschirm oder Spazierstock oder Golfschläger hier, ne? So, irgendwie sowas. Auch wieder hier so ein bisschen das so zeigen. Ja, hier habe ich noch keine. Hier könnte man es ja zum Beispiel so machen, dass man hier oben unter der Kante noch, so bin ich wieder außerhalb des Bildes, dass man hier oben eine Schublade hinsetzt. So. Und ihr seht, dass wenn ich genug Fluchten habe, kann ich das einfach mal so locker da reinklatschen. Die Mitte brauche ich jetzt gar nicht messen, weil. Na, hier ist es ja ziemlich offen. Ich sage jetzt einfach mal, der Griff kommt hier hin und hier unten kommt dann eine Tür hin von dem Schränkchen oder Kommode, was das auch immer ist. Und ich sage mal, man kann alle Hilfslinien und so erstmal stehen lassen. Gar kein Problem, weil, also jetzt müsste ich den Griff hier doch so ein bisschen perspektivisch anbringen, so, weil der Betrachter ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nee, weil ich brauche ja noch Licht und Schatten auch. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Ich würde zum Beispiel jetzt vermuten, dass das hinter so einer Schrankecke, ist es jetzt dunkler. Meinetwegen ist auch das Fenster gegenüberliegend von der Tür. Deshalb ist diese gesamte Wand dunkel. Und jetzt passt auf. Jetzt setze ich hier, das seht ihr jetzt gerade nicht so, ich setze jetzt hier eine senkrechte Schraffur rein, weil für Räume, für senkrechte Wände und so, habe ich ja schon gesagt, auch für Architektur eignet sich immer hervorragend eine senkrechte Schraffur. Hier könnte ich ja sagen, das wäre ja eine ganz raffinierte Sache, das sieht ja auch so ein bisschen so aus. Der Schrank, der hat so eine Spiegelfläche, also richtig spiegelnd glatt. Und deshalb sieht man den Raum hier auf der Seite, dass der sich hier im Schrank spiegelt. Das wäre doch mal raffiniert. Dann könnte man zum Beispiel hier auch das Bild so leicht
gespiegelt nochmal erkennen. Aber das ist natürlich jetzt Spielerei. Aber wer weiß, hier unten wäre dann diese Kommode und so. Und dann in der Verlängerung natürlich genau hier die exakt diese Größe und so. Hier fehlt das natürlich, weil hier die Tür wäre. So, aber das will ich jetzt gar nicht genau machen. Um spiegelnde Flächen darzustellen, hatte ich euch ja schon verraten, setzt man einfach diagonale Linien. Und wenn ich jetzt hier so groß einfach so ein paar diagonale Linien drüber zeichne, dann sieht man, ah, das ist eine große spiegelnde Fläche, wo ich eventuell nur noch so ein paar Senkrechten reinschraffieren kann, um so Unregelmäßigkeiten der Spiegelung, Lichtreflexe und sowas darzustellen. Hier unten, ja, hier unten kann sich ruhig ausspiegeln. So. Genau. Das wäre dann so. Und die andere Wand ist hell, muss ich gar nicht viel zeigen dann. Genau, hier oben kann ich noch die Hilfslinie so ein bisschen wegmachen oder die hier unten auch. Dann kann ich hier oben auch noch ganz toll eine Deckenlampe hinzeichnen. Und zwar in dem Fall einfach eine so eine runde, auch vielleicht so Designerlampe, die einfach so unter die Decke geklatscht wird. Ne, hier so mit der Kontur, ne, dass hier hinten das im Schatten so ein bisschen sitzt. So, hier. Und hier jetzt eine liegende, es ist liegend, obwohl es an der Decke ist. Bei liegenden spiegelnden Flächen ist das so, dass die Spiegelungen immer genau senkrecht verlaufen. Könnt ihr mal an der Eisfläche oder sowas überprüfen. So, und hier unten machen wir noch schön einen Teppich hin. Okay, und die Tür bräuchte eigentlich auch noch einen Rahmen. So, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Da passt das doch noch. So, der Türrahmen darf auch nicht fehlen. Ihr seht selber, dass durch solche Details wächst das Bild und wird immer glaubwürdiger und schöner. Naja, wenn das jetzt schön ist, sei dahingestellt. Ne, aber für einen Illustrator, der Figuren, die in einem Raum agieren, zeichnet, der hat dauernd mit sowas zu tun. Ne, hier, dass auch die Vase dann einen Schatten wirft auf der Wand. So. Ne, wirft dann die Blumen werfen einen Schatten. Dass irgendwann merkt man, dass da in sich eine Logik entsteht. In diesem Ganzen. Tja, und dann ist das im Prinzip hier fertig. Die Sockelleisten muss man dann vielleicht an der Wand befestigen. Wird heute, glaube ich, gar nicht mehr so gemacht, aber wir machen es mal so. So, und jetzt kann ich vielleicht doch mal hier an der einen Vase so ein bisschen was rausradieren. Hier so an so ein paar Punkten, wo die Linien extrem stören, diese Hilfslinien, dünne ich sie mal so ein bisschen aus. So, hier vielleicht die Flucht. Es sind ja genug andere Fluchten jetzt plötzlich da. So, so. Und hier im Schrank. So. Okay. Ja. Und jetzt könnte man das Ganze kolorieren. Ne?